dass diese Werte einfach nicht durch industrielle Leistungen hinterlegt sind. Ja? Da würde ich kurz gerne einspielen. Ja. Also, wenn man alle Währungen der Welt recherchiert hätte und nur in die Buchstaben A bis B geht, also die ersten 600, da hat man schon 600 Währungsbeiten, weil diese Währungen auf nichts Realem basieren, außer der Fähigkeit der Steuerzahler, diese Schulden, die getätigt worden sind, zu dienen oder zurückzuzahlen. Also den Punkt haben wir schon längst verlassen. Man muss sich tatsächlich fragen, ob der Euro, zumindest der Euro erstmal, wahrscheinlich am anfälligsten von den großen Währungen, überhaupt systemfähig bleiben kann. Weil es ist doch glasklar. Das macht die Sache nicht leichter, Herr Homm. Das macht die Sache nicht leichter. Die Masse der Leute hat ja keinen Uran in der Schublade gekauft, sondern hat vielleicht ein paar Euros da. Und Sie sagen, Uran oder Schweinehälften, auf Papier natürlich, überleben. Aber der Euro in meiner Lebensversicherung überlebt nicht. Das ist richtig. Und wir sind ja so weit gediehen juristisch, dass man eine Versicherungspolice, die man hat, falls es der Versicherungsgesellschaft schlecht geht oder in einer Bank, der es sehr schlecht geht, gibt es diese sogenannten Buy-in-Regeln. Das heißt, ich kann die Versprechen, die ich dem Kunden gegenüber gemacht habe, denen muss ich nicht mehr nachgehen. Oder ich kann wie in Zypern Zugriff auf das Bankkonto nehmen und einfach mal 20% wegkonfiszieren. Tatsächlich ist die Lage schon so ausgereizt. Und man muss jetzt auch mal die großen Apostel der Zentralbanken kommentieren. Janet Yellen, die ehemalige Chefin der amerikanischen Zentralbank, sagte, wir werden in unserem Leben keine weitere Krise erleben. Ich meine, wie naiv ist das? Und Paul, der Nachfolger, sagte, die Inflation ist temporär. Wir reden hier über ein Suppentheater, das seinesgleichen sucht, von einer Unglaubwürdigkeit der Macher, die ja mittlerweile wirklich der Masse auffällt, im täglichen Ablauf, uns Analysten ja sowieso.